Hallöchen, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Bloodlines. Man könnte natürlich einfach jetzt nochmal neu anfangen das Video, aber es wäre ja zu einfach. Es geht darum, ich habe tatsächlich jetzt Möglichkeiten gefunden, ich habe neue Maps gefunden. So. Um jetzt auch die weiteren Gebiete des Spiels zu sammeln, also alles zu sammeln. Es ist aber ein YouTube-Video, also in einem YouTube-Video ist eine Map und das YouTube-Video ging gerade einfach weiter, obwohl ich eigentlich gar nicht Start gedrückt habe, bin ich wohl irgendwie raufgekommen, keine Ahnung. Ich musste kurz wieder dahin spulen, aber jetzt geht's weiter. Wir machen natürlich erstmal, wir führen erstmal die Quest zu Ende. Wir müssen ja wieder zurück zum Uneschlupf. Moin, du bist mir egal, ich hau einfach ab. Weil hier sind wir ja fertig, ne? Ja, haben wir alles gefunden. Oh, das ist eine Sidequest. Naja, egal, ich mache erstmal die Quest fertig hier. Wird wohl noch gehen. So, ach Gott, da kommt wieder direkt angeschissen, Alter. Bam, bam, bam. Ja, okay, ich muss tatsächlich wieder erstmal anonym werden. Man kennt es. Aua. Stirb. Stirb. Ich will mich einfach nur da. Mein Gott, dieses Spiel, ne? Kletter doch einfach da an der. Danke, meine Güte, dieses Spiel ist so. Oh, nee, Alter, ich werde wirklich wahnsinnig dabei. Das macht mich alles fertig hier. So. Das Spiel treibt mich in den Wahnsinn. Lalalala. Ich bin anonym, glaube ich. Auch wenn nicht so ein cooler Effekt kommt wie bei Assassin's Creed 1, wenn man anonym ist. Der mal über den ganzen Bildschirm geht. Naja. Uff. So. Ich habe erledigt, was zu erledigen war. Ich konnte nicht alle eure Leute finden, Markus. Sie könnten noch eingesperrt sein. Im Gefängnis am Hafen oder in Buffavento. Es wäre gut, das herauszufinden. Wir haben nicht viel Zeit. Viele der Wärter ertränken ihren Kummer nach einem schweren Dienst abends im Hafenbezirk. Vielleicht findet ihr dort Informationen. Noch kein Zeichen von Maria? Nein. Glaubt ihr, sie vermisst eure Gesellschaft? Vielleicht, wenn sie mehr über ihre alten Freunde herausfindet. Trefft mich später vor den Toren von Buffavento. Alright. Verhört den Gefängniswärter. Findet den Gefängniswärter. Gedächtnislog aktualisiert. Warte mal, das hier ist Bürgerbezirk. Ich muss wieder in den Hafen. Also da, wo schon. Ja. Wo wir halt. Mein Gott! Am Anfang waren. Also wo wir schon längst waren. Hier war keine Quest mehr, ne? Nö. Naja, ich werde schon irgendwann wieder dahin kommen, I guess. Weil irgendwie sind da jetzt die Tore da rechts beide grau. Das bedeutet für mich, ich kann da wahrscheinlich nicht hin. Dum, 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 dum. Wir sind schon die nächste Quest eigentlich jetzt hier. Ja. Mission beendet. Naja. Schauen wir mal, ne? Hier ist er! Okay. Man muss wieder den Turm erklimmen, okay. Aber Münzen werden hier wohl nicht neue sein, ne? Bitte schieß mich nicht runter. Danke soweit. Sehr weird. Na gut, aber wenn ihr Quests vielleicht jetzt sind, dann würde ich die wahrscheinlich erstmal machen. Weil ich doch ein bisschen Angst habe. Hier ist absolut nichts. Komisch. Naja, egal. Ja, was war das? War ich. Tschüss.
La 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 la. Tötet ihn! Tötet den Assassinen! Ja, versucht's doch. Lass mich durch. Bin Arzt? Oh, natürlich. Ah, ich wurde wieder mal gescammt, alles klar. Ich verstehe diese Missionsfehlschläge manchmal einfach nicht. Ich wurde doch schon die ganze Zeit gesehen. Das Spiel ist komisch. Ihr habt hier nichts verloren. Wollt ihr mir etwa drohen? Was ist denn nicht gefahren? Macht so weiter und ihr werdet es bereuen. Ihr wisst ja gar nicht, wie man damit umgeht. Wisst ja gar nicht, wie man damit umgeht. Danke für den Untertitel. Es fehlt eine Faust, also prügel ich ihn erstmal, würde ich sagen. Okay. Was muss ich tun überhaupt? Ich habe nicht aufgepasst. Verhört den Gefängniswärter, findet den Gefängniswärter, bringt den Wärter mit Fäusten zum Reden. Bleibt unentdeckt. Ah, okay, das war das Problem. Das Problem war die Entdeckung. Ich kann skippen, dankeschön. Frage ist, darf der mich entdecken? So. So rein theoretisch. Wieso war denn da... Oh, warum? Oh, das machen wir alles. Das ist alles anstrengend. Das Spiel ist anstrengend. Ja. Geht doch. Memme, du willst kämpfen? Dann Memme. Zeig dein Gesicht. Vergebt mir, Wachtmeister. Der Wein ist mir zu Kopf gestiegen. Ihr ähnelt dem Mann, der mir die Arbeit nahm. Hä? Wo warst du stationiert? In der Kapelle bei Buffavento. Bis Bouchard mich beim Trinken erwischte. Oh, das ist eine Schinderei mit dem alten Orakel, ne? Ich arbeite im Hafengefängnis und passe auf diese Rebellenschweine auf. Ah, die sind noch da? Klar, und die kommen auch nicht raus. Nur ein Templer hat den Schlüssel. Ein Kerl am Kreuzrittervorposten. Wenn er den verliert, müssen die Bastarde im Kerker verrotten. Das können wir nicht zulassen, oder? Autsch. Den Schlüssel des Gefängniswärters findet den Wärter im Außenposten der Kreuzritter. Genau, und das ist das erste Gebiet, was nicht mehr von dem Dude gemacht wurde. Im Jahr 2010. Ach man. Lost in Time. Schon ein bisschen traurig, ne? Naja, zumindest habe ich jetzt aber was gefunden, ne? YouTube-Videos. Assassin's Creed Series ist einfach... Dem kann man vertrauen. Aua. Ach, das ist schon direkt hier, der Laden. Na dann. Ich konnte da jetzt irgendwie nicht rein, ne? Kann ich da jetzt rein? Sehr gut. Okay, ja, ne? Bin ich ja direkt hier. Also es ist diesmal nicht ganz so detailliert auf jeden Fall wie letztes Mal. Das heißt, ich muss vielleicht ein bisschen mehr mich umschauen, aber ganz ehrlich... Sollte eigentlich kein Problem sein. So, direkt hier ist irgendwo die erste Münze. Ach nee. Bisschen weiter. Hier, kann ich hier rauf? Ach, guck, hab sie gefunden. Naja. Ich bin nicht bei Trost. Nee. Hey! Oh, jetzt ist das schon wieder. Kann ich so ein bisschen hier so... Hm. Ja, nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oh, das ist so dumm, dieses Spiel. Ah, ja gut, ne? Machen wir es einfach so. So. Bitte nicht einfach random runterspringen. Danke.
So. Weiter in die nächste Ecke. Nämlich. Ja, doch, ganz doll in die Ecke da hinten. Zu der ich jetzt so gar nicht gut zukommen scheine. Sollst nicht in den Heuhaufen. Halt, du Halunke. Oh mein Gott, ey. Wo ist der? So, irgendwo hier oben. Das ist ganz schön hoch. Da. Hab's gefunden. Bäbbüdebäm. So, ja, dann erkläre ich jetzt erstmal den Turm, würde ich sagen. Der war ja auch um die Ecke. Eigentlich ganz gut, dass sie so Baustelle ist. Da kann ich wenigstens easy hochklettern. Halbwegs. Sehr schön. So. Okay. Juhu. Ja. Soll ich erstmal. Ja, komm. Ich mache erstmal mal die beiden Quests hier fertig. Ich habe irgendwie jetzt ein bisschen Angst, dass ich die eine nicht mehr machen kann, aber mal gucken. Optionale Mission. Nicht für mich optional. Stirb. Ich versuch's wirklich irgendwie mit dem Timing so, ne? Aber ich krieg's nicht hin. Nett. Werdet anonym. Ich bete, ich bete. Wird halt heute noch was mit dem Anonym werden? Ich bete die. Ich bebete die Gefallenen. Kleiner Halunke da oben. Bist du da jetzt ganz auf dem... wo bist du? Ich wollte mal eben schnell. Natürlich. Ich wollte mal eben schnell die Quest erledigen, ne? Klar. Aber dann ist wieder die Randomness des Spiels dazugekommen. Kann man ja nicht erahnen, sag ich mal. Ja, danke für nichts. Meine Fresse! Boah, ich hab doch den anvisiert, aber Spiel so, fick dich. Alter, ich. Ich kann das alles nicht mehr, wirklich. Es geht mir so auf den Sack, dieses Spiel. Das hat so eine bekackte Scheißsteuerung. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe selten wirklich so eine beschissene Steuerung gesehen. Alles ist hakelig. Wo ist denn der jetzt? Oder war das der, der jetzt irgendwie random runtergefallen ist, einfach so? Sprechen mit dem Zivilisten, ja, danke. Da ist ja einer. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich kann euch gar nicht genug danken. Kein Problem. Boah! Das ist kein Problem, war eine Lüge. Das war ein ziemlich großes Problem.
Boah. Du bist ja bekloppt, ey. So. Hier noch eine Person, die befriedigt werden will. Atahir. Ein Abtrünniger am Außenposten missachtet das Sakrament der Beichte und erstattet den Templern Bericht über den Widerstand. Wenn ihr den Mann seht, gebietet ihm Einhalt. Okay, ich versuch's. Fang die Ziele ab. Oh, okay. Abfangen mag ich nicht. Oh, jetzt rennt er wieder wie so ein Bekloppter. Das heißt, ich krieg ihn wieder nicht. Ja, hallo! Alter! Ehrlich, ne? Danke. Boah! Man bleibt überall dran hängen, wirklich. Ich kann so dran vorbei... Ja, jetzt natürlich nicht, ne? Aber du kannst wirklich Kilometer von entfernt sein, das juckt das Spiel nicht. So, was haben wir denn jetzt eigentlich für Münzen? Okay. Da hinten in der Ecke irgendwo ist eine. Also genau da, wo ich für die Quest irgendwie auch hin muss. Toll. Okay, weg mit dir. Weg mit euch allen hier. Ich brauche mal Ruhe. Okay, da unten irgendwo hin. Ja. Alter, ihr. So. Hier irgendwo. Mhm. Ganz toll machst du das. Ah ja. Perfekt. Deppende. Moin Jungs. okay. Oh Gott, ja. Irgendwo hier in diesem Konstrukt jetzt leider. Oh Gott, das könnte ein bisschen anstrengend werden, das zu finden. Da ist eine Goldmünze. Die ist auch hier, genau. Aber die meinte ich tatsächlich gar nicht. Ah, dann wird es wahrscheinlich da oben sein, ja. Okay, komm, dann gönne ich mir jetzt erstmal die Goldmünze da. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Oh, Achievement freigeschaltet. Nett. Ja, ist ja gut. Nicht runterfallen. Ja, hier ist sie. Sehr gut. So, und die letzte ist jetzt da, wo die Quest auch ist, beziehungsweise, ja. Okay, geht eh schneller. Pff. Naja, nicht wirklich. Wobei, ach, keine Ahnung. Wie weit sind wir jetzt hier? Das ist auch schon wieder die dritte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, da drin... Da komme ich so wahrscheinlich nicht easy rein. Die Frage ist, komme ich irgendwie außen elegant irgendwie drum herum? Zum Beispiel hier. Das sieht nicht so wirklich danach aus, to be honest. Nee, oder? Oh, warte, warte, vielleicht doch. Ja, doch, 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 okay. Ich will ganz in die Ecke. Also wirklich basically genau da, wo das Symbol gerade ist, ist die Münze. Angeblich. Klettern wir erstmal hier oben rauf. Ha, da ist sie. Ja. Geil, ich darf nicht. Doch, ich darf raus. Oh Gott. Danke. Okay, was ich jetzt mal eben machen werde? Beziehungsweise, warte mal, kann ich irgendwie die Map... Wohin führt die andere?
Das andere Tor da. Ich würde sehr gerne die Nebenquests erstmal abschließen, to be honest. Wenn ihr diesen Drang versteht. Ja, genau, zum Markt. Will ich ja, ne? Genau, hier ist die Quest ja noch. Ja, guck mal, perfekt. Ja, komm, dann machen wir das noch schnell in der Folge. Dann habe ich das auch erledigt. Dann können wir uns beim nächsten Mal ganz entspannt um die Hauptquest kümmern. Entschuldigt, mein Freund. Ich habe Angst, eine Schuldrückzahlung bei einem örtlichen Händler abzugeben. Könntet ihr mir helfen? Bringt ihn innerhalb der Frist an ihr Ziel. Ja. Ich find's aber echt krass, wie man im Spiel gesehen wird, wirklich. Von jedem Scheiß sofort immer. Ja, ich wollte auch überhaupt gar nicht rein. Danke dafür. Ja, leider muss ich anonym werden, ne? Alter, das ist ja die halbe Stadt hinter mir ja schon wieder, ey. Warum passiert das immer? Ja, da kommt schon der nächste direkt angeschissen, klar. Das Gute ist, ich habe ja mehr als genug Zeit tatsächlich. Oh, ich bin ja schon anonym. Hä? Was macht ihr da? Du? Ah ja. Bling! Geilo. Templar Issues in Kyrenia. Sehr schön, sehr schön. Okay, das war simpel. Gut, ne? Dann sag ich mal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ich würde eigentlich nochmal ganz gerne zumindest das Gebiet schon mal wieder wechseln, wenn ich diesen scheiß Ausgang finden würde. Ich hasse diesen Markt. Ohne Scheiß. Ich halte alles nicht mehr aus. Boah, wo bin ich denn jetzt? Send fucking help, Alter. Nein. Wir sind im Kreis gelaufen, ha? Piss off. So. Ja, ne, beim nächsten Mal dann auf jeden Fall Hauptquests. Und ja, wenn wir dann bald wieder ins nächste Gebiet kommen, wo wir dann ja wieder mein Ziel erledigen müssen. Ich werde es nochmal versuchen. Ne? Noch einmal gibt es ja diese Art von Aufgabe, wo wir halt jemanden erwischen müssen und dahin kommen, ohne einmal entdeckt zu werden für das Achievement. Aber wenn wir genau gescampt werden wie beim letzten Mal, dann werde ich es auch hier wieder ignorieren und dann einfach in meinem privaten Run irgendwie nochmal versuchen. Wobei ich auch echt nicht weiß, woran es gelegen hat. Das war irgendwie komplett dumm. Aber gut, ne? Danke fürs Zusehen und ja, beim nächsten Mal geht es genau hier weiter. Bis dahin. Ciao.